Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands mit Freddy White und dem Fisch, aka dem Mäuschen. Hier unten. Und mal hier bei der Mission. Ich soll vielleicht mal vorrennen. Ich versuche gerade das Geschütz hier kalt zu machen, deshalb rede ich gerade ein bisschen wenig. Okay. Da. Hier liegt überall Shotgun-Munition. Diesmal haben wir uns nicht so cool im Kreis aufgestellt, weil Fisch keinen Bock mehr von uns hat. Er hasst uns jetzt alle. Ja. Richtig assi. Wir weinen jetzt. Wir sind immer noch hier in der Bonehead Mine. Hieß die so? Ich weiß es nicht. Level up. Was gehe ich als nächstes? YOLO. Sniper. Oh, das ist ein Revolver. Ich muss mal alles nachladen. Alter, hat das Speicherdeck-Upgrade sich gelohnt. Ist das viel Munition? Ich glaube, ich nehme. Die in irgendwelchem Rollenspielzeug und ich chill hier nur. Ich glaube, ich nehme Magazinkapazität erstmal, weil dann habe ich mehr Schuss in den Sniper, dann muss ich weniger nachladen. Weniger nachladen ist besser. So, dann gucken wir, was wir hier schon aus der Kiste rausbekommen. Eine zwei schlechte Waffen. Au! Eschi, kannst du bitte aufhören, Au zu schreien? Du kleiner Wichser. Meiner. Das war der Kopf der längste Zeit. Oh, hi. Hier ist Munition. Oh, ich meine, Mann, meine Schottie ist volle. Falle? Das sind mehr da. Piss dich, du Spast. Ey. Meiner. Ich krieg grad nur die Hälfte mit, weil ich nebenbei noch mit einer guten Freundin schreibe. Okay. Tut mir leid, das tut mir wirklich leid. Das ist sehr professionell in dem Let's Play. Ja, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Okay. Machen wir mal auf. Kishi, es ist die gute Freundin. Ah, okay, ich weiß Bescheid. Kishi weiß Bescheid. Wir hatten uns neulich mal unterhalten über dezente Dinge. Und von daher. Oh, guck mal. Oh, geil. Du stöhnst so schön, wenn du springst. Warte. Besser? Oh yeah. Das klingt aber nicht so, als würdest du gefickt werden, sondern als würdest du jemanden ficken. Ja. Oh mein Gott, ich bin down. Ich belebe dich mal wieder. Okay. Weiter. Danke. Fuck. Kriegst den Blowjob nachher. Das okay, Schlimme war bei mir ist, auch. Wenn ich hinten stehe, dass alle wirklich. Na okay, es ist immer Kishi. Kishi ist immer genau. Ja, aber Kishi muss reinrushen. Dann schießt du halt auf einen anderen. Und wenn kein anderer da ist, dann schießt du halt erst darauf, wenn Kishi down ist. Ja. Oder du bist halt der Sniper, du bist zur Unterstützung, du machst nicht irgendwie. Ich mach den meisten Schaden, ich bist Support. Genau, du bist Support. Ein Sniper sollte eigentlich ein Healer sein. Ein Healer, genau. Ja, eigentlich schon. Ein Sniper hat immer hinten zu stehen und die Leute zu decken. Ja, du bist Support, mehr bist du nicht. Freddy, in der Army wärst du nicht so gut. Ich glaube, in der Army wäre ich besser als ihr, weil ich hier einfach quickscopen würde. Ich glaube in Sniper Elite, ne? Ja. Kann man das online zocken? Ja. Müssen wir mal machen. Ich habe noch ein paar Slots frei. So 27. Ich habe mich richtig auseinandergenommen. Er hat mich einfach anal penetriert. Ja, Kishi ist halt in manchen Sachen gut. Manchmal. Er ist auch in CS:GO gut. Wir müssen auch noch mal CS:GO gegeneinander spielen. Ich habe es jetzt installiert in 13 Sekunden oder so. Oh, was nur 100. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Alter, ich hatte vorher eine richtig schlechte Leitung, nur 100.000er jetzt den Wechsel einfach zack und das war einfach Porno. Das war einfach Porno. Ich hab's mitbekommen. Die Welle hat halb Deutschland vernichtet. Die weiße Welle. Ich bin einfach mal richtig hart drauf gekommen. Ja. Wie schmeckt dir das? Das Schlimme ist, mein Wichser bleibt genau bevor ich schieße stehen. Was bist du denn? Eine schlechte Waffe? Ja, wirkt so. Hä, wo müssen wir hin? Ach da. Okay. Nee, das schlechter. Safety first, denk dran, Freddy. Safety first. Freddy geht natürlich vor, der Sniper. Klar, als Sniper muss man vorgehen. Ja, ich bin Aufklärer, ich muss erstmal das Gebiet aufklären. Nein, du bist kein Aufklärer. Ich bin verfickter. Weißt du bist ein Jäger. Ich kann auch einfach nichts machen. Weißt du, ich soll nicht hinten stehen, ich soll nicht rein snipern, ich soll einfach. Hä, du sollst hinten stehen. Ja, hörst du eigentlich zu? Ich kann ich da nicht schießen, weil dann soll ich am hinten. Ich guck jetzt einfach zu, so. Okay. Okay. Dann erklären wir mal. Oh, ich bin gefallen. Alter, wo kam denn das? Monster! Danke! Ja,
Fächer, Shotgun. Ah, Shotgun. Ja, schlimm. Schlecht. Was bist du denn? Oh, mach keinen Unterschied. Ah! Du Pescher! Verpesch dich! Geh weg! Siehst jetzt Rush da wieder rein. Okay, ja, los! Pescher, Fäuste, Fäuste! Brauch ich gar nicht. Oh, das ist doch ein kleiner Pisser hier! Bist du tot? Head to. Oh. Ups, das wollte ich nicht, sorry. Kein Problem. Oh, da ist der Kopf weg. Boah, fast gestorben, Alter. Da! Na, du Pescher! Oh. Ich chill ihn noch! Ich feck dich! Ich feck dich! Ich feck dich! Ich treff so gar nicht gerade! Ich feck dich! Ich feck dich! Ich feck dich, glaub ich, nicht mehr! Ich kämpfe um mein Leben! Ah, da ist ja noch einer! Dieser Pisser! Fischi kommt zur Hilfe! Danke! Bitte! Freddy, du wolltest hinten stehen bleiben. Nein, nein. Ich kann nicht hinten stehen. Wenn du nur ein Gegner ist, dann geh ich natürlich auch rein. Wo ist denn hier eine verfickte Medikit, Alter? Kishi ist eine Waffe 26x9, das ist schlecht. Ich brauche ein Med, Alter. Hier sind Meds. Ich bin ein bisschen dauernd. Ich hab nur 5 Leben gehabt. Oh Gott, da hinten sind ja schon wieder welche. Ach, das ist ein Shotty. Okay, ja, die ist nicht so. Nicht so der Hammer. Oh Gott, jetzt steht der nächstes Level mitten im Bild und ich bin am Snipen. Bin gefallen. Ja. Fisch dich und neue Stärke. Kurz leveln. Wir haben auch nur noch 13 Minuten. Was geht denn noch? Oh, das kann man machen. Das geht noch. Ich mache hier die ganze Zeit meinen Nahkampfschaden. Hör, drinne rein da. Oh, immer drinne rein da. Ich mache ja die ganze Zeit meinen Nahkampfschaden und mein Facewalk höher. Irgendwie ist das voll scheiße. Immer wenn ich so 1 Millimeter von dem Gesicht bin, kann wenn ich die Maus so 1 Millimeter bewege, bin ich wie so 3 Kilometer wieder neben dem Gesicht, ey. Ja, solltest du die Empfindlichkeit vielleicht ein wenig runterstellen. Also könnte möglicherweise zu fehlen. Ich hab sie auch so 0. Ernsthaft, ich hab die voll hoch noch. Mach sie auf minus 23. Vielleicht wird das. Vielleicht solltest du nicht einfach wie so ein dreckiger Wannabe Quickscopen. Ich kann sie halt Millimeter genau bewegen. Ich kann sie halt ziemlich genau bewegen, aber halt nicht Millimeter genau. Das bleibt ja. Du versuchst einfach zu oft zu genau zu treffen. Nee, nicht zu genau zu treffen, sondern zu Quickscopen. Ich Quickscope kein Stück, verdammte Scheiße. Du sagst die ganze Zeit, du Quickscope. Oh mein OMG, ist Quickscope. Und dann gucken wir uns sein Display 1360 Versuch nach dem anderen. Ja, das regt mich richtig auf, so in Spielen, wenn Leute Quickscopen. Weißt du, erstmal ist Quickscopen meistens so das Noobigste, was geht, weil das macht halt einfach, wow, du drehst dich so ein bisschen um und zielst dabei und schießt und du triffst einfach. Das hat sogar nichts mit Quickscopen zu tun, aber okay. Zielen, das komplette Ziel nicht abwarten und dabei schießen, ist Quickscope. Ja, aber nicht irgendwie sich drehen oder so, das ist ein 360 No-Scope, oder? Was anderes. Oder einfach nur 360. Weißt du, No-Scope, da braucht man noch ein bisschen Skill für, ne? Aber, Alter, ich treffe nicht. Hä, wieso treffe ich den nicht? Ach, jetzt. Aber für Quickscope, das ist so... Skill, das ist einfach ein Lack, wenn man da trifft, weil... In die meisten Spielen sind die Snipers halt so übertrieben ungenau. Und da hast du einfach Glück. Und wenn du dann 360 machst, dann bist du halt direkt wie in der Mitte des Bildschirms. Deshalb machen viele Leute das, weil sie das cool ansehen. Aber so ein normaler No-Scope, der ist einfach so, der trifft einfach nicht. Ja, also du hast es einfach richtig drauf. Nein, das hat wirklich nur mit Luck zu tun, weil du kannst nicht genau wissen, wo der Schuss hingeht. Manchmal geht er nach oben, manchmal geht er nach unten. Ja, aber wenn du es richtig drauf hast, dann hast du es einfach richtig drauf. Ah, da war ein Kopf weg. Oh. Ist ja gar nicht auf seinen Kopf gezielt, aber schön, dass der Kopf trotzdem wegfliegt. Nee, die Waffen hier sind halt echt saumäßig ungenau. Bei COD zum Beispiel, da sind die Waffen halt auch relativ genau, vor allem die Snipers. Also manchmal verstehe ich das Spiel echt nicht. Ich schieße ihn wirklich in den Kopf. Ich habe keine Sniper-Munition mehr. Auch kommen noch welche. Vielleicht ein bisschen mehr. Oh, Medikit. Oh. Metz-Kits. Ich bin so ein bisschen down. Oh, da war ein Schild. Wie gut war der?
3. 147. Besser. Oh fuck. Oh ja. Ich bin übrigens down. Bin auch down. Ich chill hier nur. Sind wir jetzt alle down? Nein, ich bin nicht down. Ich bin halt noch am Leben. So. Mach den mal kalt. Hab ich. Oh. Wieder bleibst du Kershi? Ja. Korshi? In der Zeit loote ich schon mal die Waffenkiste, in der eine Sniper ist, die 125 Schaden macht. Das kann man nicht schlecht. Ist die besser als deine? Money? Ist die besser als deine Freddy? Nein, mein hat viel mehr. Hab die mitgenommen. Er hat übrigens noch ein Medkit, falls einer braucht. Ja, ich. 47 Leben. Ja, doch, das wäre schon, dann schon zum Fehlen. Hast du nicht sogar ein Healing Shield? Nee, hab ich nicht mehr. Ich hab ein Feuer Shield. Ich glaube, ich hab ein Healing Shield. Wir müssen jetzt hochfahren. Ich bin deutlich dafür, wir zocken mal Sniper Elite online. Ja, ich würde mal auch sagen, das könnte man sogar let's playen. Ja, ich habe noch einen Part frei auf jeden Fall. Nein, einen Slot frei. Ich habe ja immer noch 6000 Slots frei. Ich so 80.521. Ja, aber du willst auch nicht jeden Tag uploaden. Ich will eigentlich jeden Tag uploaden. Ich mach's auch schon, bis auf Sonntag. Sonntag ist mein einziger freier Tag, das will ich auch so behalten. Moment, ich guck mal kurz nach. Ich lade jeden Tag hoch bis auf... Theoretisch sogar sonntags. Wie viel liegt es davon wirklich hoch? Alles. Ich lade. Also nein, Sacred, also Sacred lade ich ja nicht hoch, sorry. Sacred either left or right. Rechts. Rechts. So. Ja. Ja, wir gehen nach Ore. Hier gibt's nämlich Minecraft Ores. Was sind Minecraft Ores? Welche? Welches Ore gibt's? Erze. Achso, ja, stimmt. Oh, Heiner. Du bist ja ein Süßer. Ja, das ist einer wie du. Ja, ich merk schon. Yes, you guys are friends. Oh, guck mal, los, nimm mich, nimm mich hart. Nimm mich hart! Ich hab sein Schild mit einem Dingens runtergebürstet. Ich glaube, ich geh mal ein bisschen in Alpha Mode und probier das noch. Ich bin auch hinter ihm. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier. Jeez, ich bin down. Er hat eine ziemlich lustige Shotgun übrigens. Jeez, ich bin down. Leiser. Freddy? Wir verlieren immer aus den Augen, weil ich viel Feuer. How about Heal, danke. How about, der schießt mal den Typen, nämlich hier gerade von rechts an. Ich sehe hier niemanden. Ach da. Ich bin gefallen. Ah, neue Stärke. Neue Errungenschaft freigeschaltet, Sledge. Hier ist deine Shotgun. Was, wie, Shotgun? Die kannst du mitnehmen, die ist nicht besonders gut, aber sie ist plus 4. Die ist besser als die, die ich gerade habe. Ja, sie macht extrem viel Schaden, und sie ist, aber sie ist extrem. Plus 10.000 Feuerstoßanzahl. Zielgenauigkeit 0,0. Was? Freddy hebt natürlich alle auf. Damit trifft man nicht. Die so PW noch was, aber man trifft mit der nicht. Freddy hebt natürlich einfach alles auf. Mach ich doch. Da lagen gerade irgendwie 6 Artefakte oder sowas. Das war alles Geld. Da lag nur Geld. Ich meine in der Kiste. Ja, da lag nur Geld drin. Alter, die Shotgun ist ja mal mega krass. Das sind Geldbündel gewesen, das waren alles Geldbündel. Die Shotgun ist auch so mega krass, Alter. Das ist die alte Shotgun, oder? Ja. Ich hab da ein paar von meinen gedroppt, ja. 2. Ja, und die Sledge Shotgun? Ja. Mädchen, hältst du mal deinen Maul? Frauen haben hier gar nichts zu sagen, außer sie heißen Lilith. Und sind lesbisch. Also du. Ja. Bin lesbisch nochmal. Nein, ich bin lesbisch. Oh, ich glaube, wir dürfen jetzt was sprengen, ne? Hoffentlich. Sprengen? Pum, pum. Irgendwas muss man hier sprechen, das muss man aber später machen. Schade. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob die Zielgenauigkeit 0,0 wirklich 0,0 bedeutet. Da ist doch einer schon. Hier. Er greift dich an. Ja, da. Oh! Oi. Hab ich den jetzt getroffen? Ja. Ich hab nicht drauf geschossen. Dann ist die Zielgenauigkeit nicht komplett 0,0. Weil ich die Möglichkeit habe zu treffen.
Zeug. Nein, ja, sie ist 100% genau, aber sie kann halt treffen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht treffen kann. Das heißt, du kannst aber nicht zielen. So, 46 ja, okay. 40, 46 und 12 Schuss. Gib mal Fallschaden? Ja. Ja, dann lasse ich das besser. 46 Schuss. Ja, man kriegt nicht viel Fallschaden. Oi. Nehmen wir doch mal die hier. Wie lange haben wir noch eigentlich? 4 Minuten 34. Das heißt, wir können jetzt noch theoretisch zurückkommen. Theoretisch. Das sind die DLCs übrigens. Wieso steht da nie bei, dass die... Hau. Ich komme. Danke. In dein Gesicht oder magst du es nicht so? Ja doch, das kann man da, kann man so machen. So ein bisschen ins Gesicht squirten geht. Ha! Danke. Oh ja, schmeckt. Wovon kriege ich hier Schaden? Ein bisschen nach Fisch. Ein bisschen sehr nach Fisch. Kommt das vielleicht mal runter? Wir müssen jetzt weg. Nee. Ja, dann port doch einfach. Oh, ich wollte mitkommen vielleicht. Komm mich halt. Oh, ich nicht, ja. Ich möchte nicht. Das kann ich weg. Das schmerzt wurscht. Bin noch gestorben. Was zum. Der Fisch ist gefallen. Bin gefallen. Ich bin auf den Typen drauf gejumpt. Wiederbelebung. Coming to you. Oh ja, come to me. I'm coming inside of you. Oh. Yeah. Oh. Keine Pause. Oh. Endlich können wir reisen, dann können wir weiterarbeiten. Wir müssen Kinder arbeiten. Ja, das arbeiten. Ist so Freddys Ansicht von Arbeiten. Yeah. Ja, okay, das erklärt, warum er seinen Job auch als Job sieht. Ja. Alter, ich hab so einen Muskelkater, nachdem ich einen Monat lang gar nichts gemacht habe, Alter. Das glaubst du nicht, ne? Keshi, spawn ein Fahrzeug, nicht zum Schützenfest zu importieren. Wie geht das? Fahrzeug 1. Ah, da wird Fahrzeug 2. Ja, genau, auf 2. Ja, Moment. Ich... Ja, okay, generieren. So. Moment. So, komm jetzt kannst in du mich losfahren. Hinein. Hoio. Komm in mich hinein, du bist nicht das Fahrzeug, Keshi. Woher willst du das wissen? Du bist kein Metamorph-Mensch und du bist auch kein Robot. Woher willst du das wissen? Jemals unter meine Haut geguckt? Klar. Ich hab in dich geguckt einfach. Das hört sich übertrieben. Was mach ich da? Wie wir nicht mehr machen, werden wir keine Zeit mehr haben, ne? Ja, genau. Gehen wir diesen Auftrag hier noch ab. Das war profimäßig. Falls ihr lesen wollt, ich hab's keinen Bock vorzulesen, weil das zu lang ist und das nicht wahrscheinlich so lustig ist. Weil es sind meistens so die Abschlussteile, die nur so am lustigsten sind. Ja, wir müssen hier. Keshi, könntest du es bitte lassen? Ich weiß nicht, was du meinst, ernsthaft nicht. Boah, es geht mir tierisch auf die Eier. Ich hab gar keine Ahnung, wovon du redest. Ein Schuss und die Viecher sterben, nice. Was ist denn das für ein? Na, wie fühlt sich das an? Wieso frage ich das in Skat? Achso, ja stimmt, ich vergaß. Ich glaube, es ist bloß Gletscher wirklich erledigt. Ich werde Helena in Kenntnis setzen. Wenn sie deine Geschichte hört, gibt sie dir sicherlich die Erlaubnis, Dark Headlands zu betreten. Das nächste Gebiet. Freigeschaltet, oh. Nenne... Einige Klasse, nennen mich Tim. Errungenschaft freigeschaltet, einige nennen mich Tim. Also ich hätte... Irgendwie was dagegen, wenn man mich Tim nennen würde. Ja, ich auch. Oder wenn man mich zum Beispiel Karl nennt. Karl! Nee, das ist Anspielung. Karl! Okay, was ihr wollt, jetzt bin ich ein Healer. Jetzt habe ich nämlich Teamgesundheitsregeneration auf einem Klassenmod. Die brauchst du ja auch. Pisse. Was so. Hab ich überhaupt für einen Mod? Wieso kann ich diese Scheiße nicht verwenden? Braucht einer von euch ein 147er Schild mit Feuernova? Oh mein Gott, es gibt 3 neue Quests hier. Das ist keine Antwort? Nö. Bitte. Kann mir jemand helfen? Brauchst du? Bruce McLean lebt in einer Hütte bei Cypher Substation. Keshi. Ja? Brauchst du? Was? Aber ich hab's ein Schild mit 147 und einer Feuernova. Was weiß ich? Ich weiß nicht mal, was ich aktuell für ein Schild hab. Dann guck nach. Center Class Mode? Wo ist denn das? Da ist Symmetrical. Ich brauche auf jeden Fall was mit schneller Gesundheitsregeneration. Habe ich nicht. Oh, okay. Wie groß ist denn dein Schild? Was ist das? Das lag da so rum. Das ist deins. Ja. Nehme ich halt wieder mit. Kann ich eh nicht verwenden. Wieso nicht? Ja. Weiß ich auch nicht. Kannst du verwenden?
Was ist euer scheiß Problem mit meinem Auto? Ich park so nicht. Kishi, okay, ist mir ganz im Ernst, was ist das scheiß Problem? Ich mag es auf Autos zu parken. Kishi. Und das war's auch mit dem Part. Ich würde noch schnell hier zu Sepp Shanders fahren, weil der hat auch noch Quest, die würde ich noch ganz schnell annehmen. Ich habe Kirsch jetzt dreimal angeboten, die Sitze zu tauschen, jetzt reicht's. Was? Ja. Ich hab's nicht mal mitgekriegt, sorry. Scheiße. Mitten während der Fahrt, einfach wie ich. Sämtliche Windräder funktionierten außer dem Hauling Defile, aus irgendwelchem Grund sammeln sich dort die Rex. Das Kirschi. Ganze Ding ist voll scheiße. Die Turbine dreht sich nicht mehr. Ich bitte jedem Geld, der die ganze Scheiße von dir runterschießt. Das heißt, wir sind jetzt fertig, das heißt, wir können den Part beenden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Haut rein, tschüss.